Ja? Ja, hallo Antoine, Otto hier. Hey, Otto! Hör mal, ich habe ein Problem. Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Und ich habe jetzt einen dringenden Fall reinbekommen, der müsste erledigt werden. Der Mauro und der Schiko, die können beide nicht, weil die selber alle arbeiten. Könntest du mal einen Auftrag übernehmen? Ja, müsste eigentlich gehen, ja. Ich habe Zeit. Ja, spitze. Die Adresse, die schicke ich dir dann per E-Mail zu. Ja? Ja, prima. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo. Hallo. So, ich bin der Antoine vom Teuteltrupp. Hallo, ich bin die WG. Sollen wir mal reingehen und mal schauen? Ja, komm mal rein. Gerne. Okay. Super. Was mich jetzt interessieren würde, ist, was wollt ihr eigentlich mit dem Geld, das wir da vielleicht rausholen können, machen? Ja, wir hatten ja vor, zu heiraten. Was? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Seid ihr nicht verheiratet? Nein. Das ist ein Ding. Wie kommt das denn? Ja. Ja, wir sind jetzt schon 8 Jahre zusammen. Mhm. Und es hat auch länger gedauert, bis es bei ihr gefunkt hat. Mhm. Und wie lange? Ja, 2 Jahre fast. Ja, und dann haben wir, ich konnte mich eigentlich nicht entschließen. Ich war einfach zu unsicher, sie zu heiraten, weil ich wusste eigentlich, was ich wollte. Mhm. Ja, dann waren wir eine kurze Zeit getrennt und dann habe ich im Januar dieses Jahr einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe im Mai erfahren, dass ich meine Arbeitsstelle verliere. Aha. Und zum 1.11. bin ich arbeitslos und natürlich hat dann alles, irgendwie ist alles über den Haufen geworfen worden. Das heißt, den Heiratsantrag hast du ihr vorher gemacht? Im Januar, ja, diesen Im Januar? Jahres. Und im Mai habe ich dann erfahren, dass ich den lassen werde. Und natürlich ist das für mich dann ein Schock gewesen und hatte Angst, unter diesen Voraussetzungen zu heiraten. Wir haben eigentlich vor, da mit unseren Freunden und Bekannten ein schönes Fest zu feiern, vor allen Dingen auch mit der Familie mal. Ja. Weil da ist nun mal auch mal was Positives. Man hat ja heute so viele negative Sachen. Man muss einfach auch mal versuchen, was Schönes zu erleben. Und das ist halt, ja, war halt unsere Hochzeit. Ne? Mhm. Der schönste Tag im Leben, ja, wie man ja so ja sagt. Genau. Ja. Wie viel Geld glaubt ihr denn, dass euch da so fehlt? Ja, also ich habe jetzt mal gesagt, 1.500 Euro wäre toll. Wenn wir die zusammenbekommen würden. Das ist viel Geld. Ja. Ja. Richtig. Wir haben natürlich auch einen Teil selber gespart, ganz klar, weil wir das ja eh vorhatten. Mhm. Und es würde das Ganze aber ein bisschen entspannter machen, wenn wir da ein bisschen Hilfe bekommen würden. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Das wäre super, ja. 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 Das kann ich gut verstehen. Und ich wäre sehr neugierig darauf, die Sachen auch mal zu sehen und mir so einen ersten Eindruck zu verschaffen. Das ist also auch schon einige Jahre her, da habe ich 250 Mark dafür bezahlt. Ja. Und ja, also auch vom Zustand her ist sie eigentlich so im Originalzustand. Diese ja, sieht man, ne? Ja. Also sieht ist da wirklich alt aus. Ist nicht restauriert. Ja, es ist also ein paar Ecken abgeschlagen, sieht man ja auch. Ja. Ne? Das wird sicherlich was sein. Wenn ich mich erkundige nach potenziellen Käufern, wo die dann sagen werden, naja, Zustand und so ne, ist nicht ganz, ganz perfekt. Klar, ne? Ja. Aber das finde ich schon mal schön. Ja, also ein ausgefallenes Stück das vor stimmt. allen Dingen. Ja. Ne? Dieses Stück gebe ich eigentlich nicht so ganz gerne her, weil es halt wirklich ein außergewöhnliches Stück ist und ich eigentlich ganz stolz darauf war bis jetzt. Aber wie gesagt, für unsere Hochzeit werde ich mal ein paar Opfer bringen. So, was habt ihr noch für mich? Ja, wir haben noch dieses Teil, ist früher auf Kegelbahn gehangen. Und das ist also auch noch ziemlich im Originalzustand. Ich habe mich eben schon gefragt, als ich es gesehen habe, ne, als ich darauf zugegangen bin, ob das überhaupt alt ist. Aber das, jetzt, wo du es aufmachst, ja, ne, es ist sehr alt. Sieht man ja auch hier dieses alte Papier. Mhm. Ja. Und da kann man eindeutig sehen, dass das Original ist. Hier sind ne, Holzwurmlöcher drin, da ist ein Riss drin, das Holz ist alt. Ne. Ich denke, man muss auch hier jemanden finden, der es mag. Man kann es verkaufen, auf jeden Fall. Diese Geschichte mit der Hochzeit und überhaupt diese Familie hat mich schon berührt. Weil die beiden sind sehr sympathisch, die Kinder sind sehr sympathisch und ich finde es schön,
wenn ich es schaffen würde, möglichst viel rauszuhauen für diese Hochzeit, für diesen einen Tag. I wanna stay like this forever. I wanna stay right here with you. I wanna stay right here with you. As the rest we fall until it all breaks down. Es ist natürlich so, es ist ganz wichtig, dass wir den nicht verkraulen, aber uns auch nicht über den Tisch ziehen lassen. Habt ihr schon gesehen, das ist ein großer Hof, der hat alles und der hat auch alles schon mal gesehen. Mhm. Und der wird natürlich versuchen, die Ware schlecht zu machen, aber die Ware ist nicht schlecht. Er wird sowas in der Art nicht zum ersten Mal angeboten bekommen, das ist klar. Ne? Jetzt ist meine Frage, wo ist deine Schmerzgrenze? Jetzt hier zum Beispiel. Ne? Ja, also ich denke schon, also 50 Euro müsste das schon bringen dann auch. Und hier, die Figur? Das ist natürlich auch so eine Sache, da... Das Problem ist halt, sie hat halt wirklich viele Macken. Ja. Ne? Ja. Ich habe natürlich recherchiert, ne? Und werde mich nicht verarschen lassen, aber... Ja, es gibt natürlich solche Figuren auf dem Markt, gibt es schon. Ne? Ja. Wenn man die will, dann kann man die kriegen. Das ist jetzt nicht das einzige Stück auf der Welt. Was also hast du denn, Robert? Ja, ich sag mal so 150. Mhm. Also ich mache euch mal einen Vorschlag. Ja. Ja. Also hier für untere Schmerzgrenze 100, hier für untere Schmerzgrenze 40. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir froh sein. Ja, also ich, wie gesagt, man weiß jetzt auch nicht, wie es heute gar. Aber wir müssen uns einigen. Wir müssen uns einigen. Weißt du? Wir müssen uns einigen, sonst, ne, sonst hat das keinen Wert. Ja, sicher. Du musst es entscheiden. Keine Sache. Ja, machen wir es einfach so. Ja? Ja. Gut. Der Heinz ist kein Händler, sondern das ist ein Sammler. Und deshalb denke ich, dass das ein besonders harter Verhandlungspartner wird, weil bei ihm das Geld nicht so im Vordergrund steht, um es weiterzuverkaufen, sondern er sich einfach fragt, wozu brauche ich das? Brauche ich das überhaupt? Endlich sehe ich dein Gesicht mal. Ich bin der Antoine. Antoine, ich bin Hallo. Der Heinz. Schön, dich zu sehen, Heinz. Ja. Ja. Und was hast du mir mitgebracht? Wir haben zwei Sachen mitgebracht. Ja. Zwei ganz tolle Sachen. Also das erste wäre das hier. Boah, das muss ich unbedingt haben, ich sehe es schon. Ja. Also mich würde interessieren, ob du errätst, für was das gewesen sein könnte. Also da muss ich noch mal etwas hier reingucken vielleicht. Ja, immer reingucken. Ne? Reingucken ist schon mal gut. Immer reingucken ist gut. Das ist sehr wahrscheinlich von einer Kegelbahn. Hey, Heinz. Kann das sein? Super. Ja. Eine Kegelbahn? Ja? Sehr gut. Ja. Was mich jetzt hier dran im Prinzip stört, ist diese Schraube. Die passt da schon nicht rein. Und die kannst du rausdrehen. Ja. So ein bisschen schmirgeln kann man das auch. Ja, kann man schmirgeln. Ja. Ich merke schon, du willst das irgendwie noch mal positiv darstellen. Ich will ja negativ darstellen. Nee, es ist ja wirklich schön. Ich dachte halt so an 180. Hier für untere Schmerzgrenze 40. Vergiss 180 es. Ist halt ein Preis, wo ich sage, Advanced, vergiss es, 180. Das kann man... Ich schreibe schon mal hier. Vergiss es drauf. No. Ich mache ein Gegenangebot, ich gebe 20. 165. Hinter allem hängt eine Geschichte. Ja. Eine wahre Geschichte. Weißt du, keine erfundene Geschichte, eine wahre Geschichte. Und erzählt das doch mal, warum ihr eigentlich diese Sachen überhaupt verkaufen wollt. Weil so leicht fällt es Ihnen nämlich nicht. Ja, ach so. Wenn ich erzählen darf, ich habe hier im Januar einen Heiratsantrag gemacht. Aha. Und haben schon Vorbereitungen getroffen, haben uns richtig super gefreut und alles. Ja, und im Mai habe ich von meiner Arbeitsstelle, wo ich 8 Jahre gearbeitet habe, Bescheid gekriegt, dass ich entlassen werde. Ja, und deswegen eigentlich haben wir uns entschlossen, wichtige Sachen, die ihr gehören, also meiner zukünftigen Frau, uns davon zu trennen, dass wir ein bisschen was für die Hochzeit zusammenkriegen, dass es uns unterstützt. Ja. Das verstehe ich jetzt. Also das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte. Kein Quatsch. Ne? Also, ja. Aber das sage ich jetzt mal dazu, wenn man zum Beispiel hier in der Villa Mühle heiratet, bekommt man auf die Ehe eine Garantie von 3 Monaten. Und ich kann euch nur empfehlen, hier zu heiraten. Wie lange kennt ihr euch schon? 8 Jahre. Dann müssten ja 3 Monate eigentlich noch mal richtig gut. Die kriegen wir, glaube ich, noch um. Ja. Also, ich sag jetzt, ich gebe für beide Teile 100 Euro und das ist das letzte. Pass auf, ich sag dir, du gibst für beide Teile das Doppelte und das ist ein guter Preis. Okay, dann sagen wir jetzt hier nein. Also das ist ein hässliches Wort, nein. Das ist ein hässliches Wort, pass auf. Also,
Antoine, du bist ein guter Verkäufer, aber ich mach das 270. Nicht. Weißt du, es geht darum, dass die Dinge den Wert rausholen, den sie wert sind. Ne? Weil sonst, ja, sonst ist es natürlich einfach blöd. Aber Antoine, muss so, schon irgendwie so emotional bin ich nicht angelegt. Mhm. Ich bin eher kommerziell angelegt. Ah, wie kann ich dein Herz erweichen? Guck mal. Sie haben zwei Kinder, das ist eine Patchwork-Familie. Denen fehlt das Geld zum Heiraten. Und das sozusagen karitativ investiert. Dann kaufe ich beide Teile, nicht? Ja. Und die beiden kriegen von mir für die Hochzeit 20 Euro geschenkt. Würdest du ja sagen, sind 20 Euro geschenkt? So, die spendiere ich dir. Danke. Kannst du mir eine Spendenquittung? Bist du sicher? wenn er das haben möchte? Also ich würde sagen, 170 für beides. Nee, mach ich nicht. Nee, pass auf. Also pass auf, ich gebe jetzt 130 Euro, die ich 20 dir, Pfennig. Ich seh's dir an. Ende, Schluss, aus. Ich seh's dir an. Du bist so schrecklich. Bist du verheiratet? Bei so einem Typen wie bei mir laufen doch die Frauen weg, das ist doch klar. Nee, ich will nicht heiraten, wenn ich eine Frau werde. Ja, danke, Antoine, ich danke dir. Aber das hilft jetzt nicht beim Preis. Intelligent, eloquent. Ja. Das hilft jetzt nicht beim Preis. Guck mal da. 140, was hat die Karin? Ja, komm jetzt, sag ja, 140 ist 10 Euro mehr. Ich bitte dich. 10 Euro. Antoine, 130 habe ich gesagt, um die 20 auf. Also, die Spende, das sind 150. Also pass auf, ich weiß, dass das ein guter Preis ist und... Nein, Antoine, ich mach dann... Komm, du bist sympathisch, schlag ja, ein. Nein, ich... Komm, das also, ist doch, weißt, ich möchte gar nicht sympathisch sein. Pass auf, ich möchte nicht sympathisch sein, ich möchte jetzt einfach hier was Realistisches machen. Und jetzt sage ich 130. Ende, aus, aber komm, Punkt. Aber die 5 kann man doch noch hinmachen. Aber die 5 kann man noch hinmachen. 5. Schreib eine 5 hin. Komm, schreib du sie hin und ich schlag ein. Eine 1. Komm. Eine 1! Er ist unglaublich. 133. Weil ich komme aus Mainz. Ich komme aus Mainz und mir gefällt die Zahl. Okay, dann machen wir jetzt 134,50. Was sagt ihr? 134,50 und 20 Euro Spender? Ja oder nein? Ja, okay. Ja, machen wir. Macht ihr? Dann schlage ich jetzt ein. Ja, mach das. Eins? Nicht auf die Nase, das hat gestern schon einer gemacht. Echt? Okay. 134,50. Alles klar. Die Sachen gehören dir. Antoine, ich bin sehr zufrieden mit dir. Das ist klein. Aber ich möchte nicht, dass du nochmal wiederkommst. Okay. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I want. So, dann nehmen wir jetzt die Putter. Ja. Und verschwinden. Ich habe jetzt Zimmer. Antoine. Das war mir ein Fest. Danke für den Besuch. Das ist ein cooler Typ. Danke ich. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Und hoffe, dass das lange gut geht mit euch. Ja. Super. Danke. Dankeschön. Wenn du nach einem halben Jahr nicht mit dir zufrieden bist, ruf mich an, dann gib ihm ein paar Geheimtipps ab. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seem to be over. I saw her. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky.